Die S-Bahn Berlin ist ein Eisenbahnsystem für den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin und dem nahen Umland der Stadt. Auf einem Streckennetz von 340 Kilometern verkehren 16 Linien, die 168 Bahnhöfe bedienen. Davon liegen rund 83 Kilometer Strecke und 36 Bahnhöfe im Land Brandenburg. Betrieb und Wartung der Fahrzeuge werden von der zur Deutschen Bahn gehörenden S-Bahn Berlin GmbH verantwortet. Die Berliner S-Bahn war die erste Nahverkehrsbahn, die als S-Bahn bezeichnet wurde und ist neben der Hamburger S-Bahn die einzige in Deutschland, die mit Gleichstrom mit seitlichen Stromschienen betrieben wird. Zusammen mit der U-Bahn sowie dem Bus- und Straßenbahnnetz der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, bildet die S-Bahn das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin. Geschichte der Berliner S-Bahn. Von den Anfängen der Berliner Bahn bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der Berlin-Potsdamer Eisenbahn ging 1838 die erste Bahnstrecke in Berlin in Betrieb. In den folgenden Jahren entstanden weitere Radialstrecken in alle Himmelsrichtungen. 1871 wurde außerhalb des damals bebauten Gebietes die Ringbahn eröffnet. Seit 1900 wurden mehrere Versuche mit elektrischem Bahnbetrieb unternommen. Im Jahr 1913 fiel die Entscheidung zugunsten eines Wechselstromsystems mit Stromzuführungsmittels einer oberhalb der Fahrzeuge aufgehängten Fahrleitung. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden die Vorarbeiten eingestellt, nach Kriegsende jedoch wieder aufgenommen. Im Raum Pankow standen schon einige Fahrleitungsmasten. Nach dem Ersten Weltkrieg entschied die neu gegründete Deutsche Reichsbahn, DR, die Stadt-, Ring- und Vorortbahn auf elektrischen Betrieb umzustellen. Weil die vor dem Krieg geplante Weiternutzung des vorhandenen Wagenbestandes wegen des inzwischen schlechten Zustandes der meisten Fahrzeuge nicht mehr zu vertreten war und um den Aufwand für das Lichtraumprofil zu reduzieren, änderte man das Vorhaben auf einen Betrieb mit 800 Volt Gleichspannung und seitlich von unten betriebener Stromschiene. Nach mehrjährigen Vorarbeiten ging 1924 die erste elektrifizierte Eisenbahnstrecke vom Stettiner Vorortbahnhof, heute Nordbahnhof, nach Bernau in Betrieb. Vorerst wurden die 6 Versuchszüge eingesetzt. 1925 stellte die Deutsche Reichsbahn mit den späteren ET-169 die erste Serienbauart in Dienst. 1929 endete dann die Ära der mit Dampflokomotiven bespannten Züge auf den Vorortgleisen der Stadt- und Ringbahn. Nachdem die Bezeichnung für dieses Verkehrssystem in den Jahren 1929-1930 noch Stadtschnellbahn, abgekürzt SS, war, wurde ab März 1930 die Bezeichnung in Stadtbahn, abgekürzt S-Bahn, abgeändert. Das S-Bahn-Logo entwarf im Auftrag der Reichsbahndirektion Berlin der Berliner Gebrauchsgrafiker Fritz Rosen, der zu der Zeit das Atelier Bernhard leitete. Es wurde am 13. November 1930 offiziell eingeführt. In rund 7 Jahren wurden bis 1933 im Rahmen der großen Elektrifizierung 235 Kilometer Stadt-, Ring- und Vorortstrecken mit Stromschienen ausgerüstet. Zur Stromversorgung wurde 1928 ein Liefervertrag mit der BEWAG abgeschlossen und eine Hochspannungsverbindung zwischen dem im Ausbau befindlichen Kraftwerk Klingenberg und dem Schaltwerk am Markgrafendamm sowie 3 weiteren Schaltwerken hergestellt. Von den 4 Schaltwerken aus erfolgte die Stromverteilung zu den Unter- und Gleichrichterwerken im Verlauf der Strecken. Zum Ende des Jahres 1943 hatte das Berliner S-Bahn-Netz eine Ausdehnung von 294,8 Kilometer erreicht. Die S-Bahn verzeichnete 1943 den Fahrgastrekord von 737 Millionen Reisenden. Im April 1945 musste infolge der Kampfhandlung in Berlin und des Ausfalls der Stromversorgung der S-Bahn-Betrieb eingestellt werden. Anfang Mai 1945 wurde unter dem Landwehrkanal die Tunneldecke gesprengt und dadurch der S-Bahn-Tunnel der Nord-Süd-Bahn unter Wasser gesetzt. Über den Fahrgastverbindungsgang im Bahnhof Friedrichstraße zur heutigen U-Bahn-Linie U6 war kurze Zeit später das U-Bahn-Netz ebenfalls zu großen Teilen voll Wasser gelaufen. Die Zeit der Teilung. Gesamt-Berlin bis zum Mauerbau 1961. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das S-Bahn-Netz schnell von Kriegsschäden befreit. Die Deutsche Reichsbahn in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR behielt auf alliierte Anordnung das Betriebsrecht für das gesamte Berliner Streckennetz. Die ersten Züge waren am 6. Juli 1945 wieder im Einsatz. Ende 1947 war bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Netz wieder befahrbar. Mit der Teilung Deutschlands und Berlin
hatte der Ost-West-Konflikt erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der S-Bahn. Seitens der DDR wurde schrittweise die Abgrenzung West-Berlins vorbereitet. Bereits ab 1952 durften West-Berliner das in der DDR gelegene Umland nicht mehr betreten. Dazu wurden 1951 und 1952 die nur über West-Berliner Gebiet erreichbaren Kopfbahnhöfe der Fernbahn geschlossen und der Verkehr um die Stadt herumgeleitet. Mit dem Berliner Außenring entstand bis zum Ende der 1950er Jahre eine Möglichkeit zur kompletten Umfahrung West-Berlins. Bis 1961 rollte der Verkehr auf den S-Bahn-Strecken nach West-Berlin noch normal. Bis zum Mauerbau im Jahr 1961 war mit rund 335 Kilometer Länge das bisher größte Netz der S-Bahn in Berlin entstanden. Nach dem Mauerbau. Der 13. August 1961 war nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs der größte Einschnitt in den Betrieb und das Netz der S-Bahn. Die S-Bahn wurde in zwei separaten Teilnetzen weiterhin von der Deutschen Reichsbahn betrieben. In Ost-Berlin blieb die S-Bahn mit einem Beförderungsanteil von etwa 35% das Verkehrsmittel mit dem höchsten Fahrgastanteil. In den 1970er und 1980er Jahren wuchs das Streckennetz weiter. Insbesondere wurden die Neubausiedlungen im Nordosten der Stadt, Marzahn und Hohenschönhausen, an das Netz angeschlossen. Der Mauerbau führte in West-Berlin nach Aufruf von Politikern und Gewerkschaften zum S-Bahn-Boykott. Darauf gingen die Fahrgastzahlen stark zurück. Im Jahr 1980 kam es zu Kündigungen, die große Unruhe unter der Belegschaft aufkommen ließen. Und die Reichsbahn plante auch noch umfangreiche Fahrplanausdünnungen. Der Unmut der Beschäftigten entlud sich im zweiten Berliner S-Bahn-Streik. Als Konsequenz entließ die Reichsbahn die meisten ihrer West-Berliner Mitarbeiter und reduzierte die Linienzahl in West-Berlin von 10 auf 3. Der Berliner S-Bahn-Streik rückte die S-Bahn allerdings in das Interesse der Medienwelt und erweckte den Wunsch, die S-Bahn in das West-Berliner Nahverkehrssystem einzubeziehen. 1983 begannen Verhandlungen von Vertretern des Senats, der BVG und der Deutschen Reichsbahn. Im Dezember 1983 wurden diese mit alliierter Zustimmung zur Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsbahn und dem Berliner Senat zur Übergabe der Betriebsrechte der S-Bahn auf dem Gebiet West-Berlins abgeschlossen. Am 9. Januar 1984 um 3 Uhr übernahm die BVG den S-Bahn-Betrieb in West-Berlin. Allerdings bekam die BVG von der Deutschen Reichsbahn die ältesten Fahrzeuge. Sie war aber bestrebt, hier schnell eine Anpassung an den modernen Standard der U-Bahn zu erreichen. Daher wurden in ihrem Auftrag bald neue S-Bahn-Züge beschafft, die auch heute noch als Baureihe 480 im Berliner S-Bahn-Netz unterwegs sind. Noch vor dem Mauerfall gab es Bestrebungen zu einer weitgehenden Wiederinbetriebnahme des S-Bahn-Netzes in West-Berlin. Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren führten dazu, dass 1989 mit der Sanierung des südlichen Ringbahnabschnitts begonnen wurde. Entwicklung ab 1990. Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 stand die Zusammenführung der beiden S-Bahn-Netze im Vordergrund. Bereits in den ersten Tagen nach der Grenzöffnung brachte die Deutsche Reichsbahn Fahrzeuge der Baureihe 275 in den Westen, da die bei der BVG vorhandenen Züge den Ansturm nicht bewältigen konnten. Die BVG reihte sie zwischen führende eigene Viertelzüge ein. Am 2. Juli 1990 wurde der durchgehende Verkehr auf der Stadtbahn von Ost nach West mit drei, ab 30. September 1990 vier Zuggruppenlinien wieder aufgenommen. Am selben Tag wurde der Geisterbahnhof Oranienburger Straße der Nord-Süd-Bahn wiedereröffnet. Am 1. September 1990 wurden die beiden Geisterbahnhöfe Nordbahnhof und Unter den Linden, heute Brandenburger Tor, wieder von der S-Bahn bedient. Der Bahnhof Potsdamer Platz wurde nach diversen Bauarbeiten erst am 1. März 1992 wieder dem Personenverkehr übergeben. Bis zum Jahresende 1993 wurde der S-Bahn-Betrieb in Berlin von der Deutschen Reichsbahn und der BVG gemeinsam durchgeführt. Zum Jahreswechsel 1993/94 vereinigten sich die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Bundesbahn zur Deutschen Bahn. Zeitgleich ging die Verantwortung für den Betrieb der S-Bahn im ehemaligen West-Berlin von der BVG auf die Deutsche Bahn über. Praktisch wurde die Durchführung des Betriebs jedoch schrittweise von der BVG abgegeben. Bereits am 1. August 1992 ging die Betriebsführung der ersten Strecke an die Deutsche Reichsbahn über. Nach der Gründung der Deutschen Bahn bestand noch bis Mai 1998 ein Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen BVG und Deutscher Bahn. Bis etwa 2006-2007 galt die S-Bahn als eines der zuverlässigsten und beliebtesten S-Bahn-Systeme Europas. In den folgenden Jahren war ein stetiger Leistungsrückgang zu beklagen, der in den Jahren 2008, 2009 und 2010 mit gravierenden Leistungseinbrüchen als S-Bahn-Krise seinen Höhepunkt fand.
Die Gründe lagen in einem Zusammenwirken von überzogenen Rationalisierungen infolge des vom Mutterkonzern ausgeübten Renditedrucks, daraus resultierenden Wartungsdefiziten, ein Managementversagen der damaligen S-Bahn-Geschäftsführung unter Tobias Heinemann sowie Konstruktionsmängeln der neuen Fahrzeuge. Um die Infrastruktur der S-Bahn zu modernisieren, gab es mehrere Infrastrukturprojekte. So wurde von 2007 bis 2018 der Bahnhof Ostkreuz während des laufenden Betriebs vollständig umgebaut. Neben der kompletten Umgestaltung des Gleisfeldes entstanden zusätzlich drei neue Regionalbahnsteige. Der Bahnhof wurde durch den Einbau von Aufzügen und Rolltreppen barrierefrei gestaltet. Gleichzeitig wurden die Strecke bis zum benachbarten Bahnhof Warschauer Straße und dieser saniert. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf rund 500 Millionen Euro. Für den Flughafen Berlin-Brandenburg, BER, in Schönefeld, südöstlich von Berlin, wurde die S-Bahn-Strecke vom Bahnhof Flughafen Berlin-Schönefeld zum neuen Terminal verlängert. Die Strecke umfasst die Bahnhöfe Wassmannsdorf und Flughafen BER und hat eine Länge von rund 7,8 Kilometer. Eröffnet wurde sie am 25. Oktober 2020 und die Baukosten, einschließlich der Fernbahn, beliefen sich auf 675 Millionen Euro. Am 27. Januar 2016 schlossen die Länder Berlin und Brandenburg mit der S-Bahn Berlin GmbH den Verkehrsvertrag für das Teilnetz Ring, der eine Laufzeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2035 hat. Zur Abwicklung der Verkehre auf den Linien S8, S41, S42, S46 und S47 wurden von der S-Bahn Berlin 21 Fahrzeuge der Baureihe 483 und 85 der Baureihe 484 beschafft. Ab 1. Januar 2021 wurden die neuen S-Bahn-Züge erstmals auf der Linie S47 zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße eingesetzt. Zwischenzeitlich wurden die neuen Fahrzeuge aufgrund der zügig voranschreitenden Produktion auch auf der Linie S45 zwischen Südkreuz und Flughafen BER eingesetzt. Am 18. September 2023 wurde die Fahrzeugflotte der neuesten Baureihe durch die Auslieferung des letzten Fahrzeugs komplettiert. Durch den Einsatz der Neubaufahrzeuge im Teilnetz Ring konnten die bislang dort verkehrenden Fahrzeuge der Berliner Baureihen 480 und 481, 482 ab Fahrplanwechsel im Dezember 2023 für umfangreiche Angebotsausweitungen in den Teilnetzen Stadtbahn und Nord-Süd genutzt werden. So werden seitdem unter anderem bei den im Nord-Süd-System verkehrenden Linien längere Fahrzeugverbände eingesetzt und auf der Berliner Stadtbahn verkehren in der Hauptverkehrszeit wieder 7 Zuggruppen.